ganz seltenen, denkwürdigen Abend haben wir dürfen erleben, hier auf dem Theaterplatz in Basel. Chris, Nucki Spucker haben eingeladen, erzähl nochmal selber. Wir haben am Montag ein super tolles Benefizkonzert gemacht, wo wir sämtliche Spenden für die Krebsliga bei der Basel gesammelt haben. Wir sind 5 Gucken gehabt. Wir haben sehr viel Unterstützung gehabt, sehr viele Leute. Und wir werden auch über 5'000 Franken können spenden. Und das war eigentlich ein unglaubliches Highlight gewesen, weil es hat ja geschüttet. Was gibst, was hast du? Hast du das Gefühl gehabt, das war jetzt gerade noch mal ein Stück mehr Solidarität von den Leuten, die hier waren? Das ist so. Also wir waren überwältigt von dieser Solidarität, wo alle die Leute am 7. im grössten Regen hier gestanden sind und uns da ganz oben unterstützt haben. Bis am Schluss, als wir fertig waren, haben wir immer noch sehr viele Leute gehabt. Das war fantastisch gewesen. Es war wirklich der Hammer und sie sind gestanden, halt, wie es gehört, für einen Basler Gucken und haben alles gegeben. Und für was für ein Projekt war es? Gewesen? Bei mir ist Karin Fäh. Karin, erzähl schnell, von welcher Organisation bist du und was machen wir mit dieser Benefizgeschichte? Also das Geld ist gesammelt worden für die Krebsliga bei der Basel und wir sind in 4 Bereichen tätig. Also wir tun uns für Prävention einsetzen, wir tun auch namhaft Geld spenden für die Forschungsförderung von der Region, das heisst industrieunabhängige Forschung, vor allem im Grundlagenbereich. Und weiter sind wir tätig, auch, das liegt mir besonders am Herzen, bei der Beratung und Betreuung. Da haben wir ganz gut qualifizierte Personen, die Personen in der Region, die betroffen sind, beraten und betreuen. Hast du so die Solidarität in diesem strömenden Regen erlebt? Ich hatte dich gesehen, dass du richtig auf die Uhr gekommen bist, auch viel rumgekommen. Ja, ich habe es absolut fantastisch gefunden und es wirkt auch noch nachhaltig weiter, muss ich sagen. Ich habe die ganze letzte Woche jeden Tag daran gedacht. Ich hätte es nicht gedacht, dass so viele Leute kommen und Solidarität zeigen in diesem strömenden Regen. Und bis nach den Zähnen sind alle da gewesen und haben kräftig gespendet und ja, mit ihrer Präsenz eben auch die Solidarität unterstrichen und das Mitgefühl zeigt für denen, die es in der Region nicht so gut geht. Jetzt hast du vorher erzählt, was ihr im Grundsatz macht. Können wir vielleicht auch ein Beispiel aufziehen? Wenn man sich jetzt vorstellt, der Chris hat gesagt, es hat über 5'000 Franken gegeben. Was kann man mit dem Geld jetzt konkret anstellen? Kann man das ein bisschen sichtbar machen? Ja, wir haben insbesondere ein Projekt am Laufen, das ist das Projekt Familie in Not oder Krisenintervention, nennen wir das auch. Mit diesem Betrag können wir zwischen 7 und 8 Familien ganz, ganz konkret unterstützen. Und zwar denen, was nicht gut geht, die in einer absoluten Notlage sind. Dort können wir mit diesem Geld Sozialpädagogen in die Familie schicken, die helfen, die Familie zu unterstützen, dass sie wieder auf die Beine kommen. Ganz hammermässig tönt das. Ich denke, jetzt habt ihr mal gut gespürt, was man mit so etwas auslösen kann. Chris, würde mich natürlich interessieren, jetzt habt ihr wirklich eine ganz, ganz gute Sache können anstellen. Kann man mit eurer weiteren Hilfe und Solidarität auch für weitere Projekte rechnen? Auf jeden Fall. Also es ist ganz sicher, dass wir nächstes Jahr nochmal ein Benefizkonzert werden machen. Versuchen es auch wieder im gleichen Rahmen. Machen Details wissen wir natürlich noch nie, aber es wird wieder auf dem Theaterplatz stattfinden, also auf jeden Fall. Es ist wirklich für uns so eine tolle Sache, wenn man dann auch sieht, wie viele Leute da sind, wie viele Leute motiviert sind und unterstützen.